und so. Das kann man mit ein bisschen Erfahrung, fühlt man das irgendwie heraus, dass es nichts Physisches ist. Okay. Und da bin ich schon gespannt, was dabei rauskommen könnte. Ja, das wäre sehr spannend. Ich meine, ich glaube, sehr viele sind da eben jetzt, glaube ich, neugierig geworden und wollen das probieren. Was wäre euer Tipp? Wie steigt man da ein? Wie versucht man das? Das kann ja angeblich jeder, ne? Das kann jeder, ja. Also hat noch keiner bewiesen, dass es nicht kann, sagen wir es so. Da gibt es ja zum Beispiel ein Buch, das habe ich eh auch verlinkt und das empfiehlst du auch. Das empfehle ich auch auf meiner Seite, also c-rv.de. Also mittlerweile gibt es auch eine Community, wo man sich anmelden kann. Und dort finden dann auch schon mal Live-Sessions statt und so weiter. Aber Remote Viewing, das Lehrbuch, wer hat das noch einmal geschrieben? Das war Manfred Jelinski. Wer? Manfred Jelinski heißt der Autor. Manfred Lindsay, okay, da gibt es sechs Teile. Jelinski. Jelinski. Jelinski, okay. Also an Lehrbücher sind das vier. Die ersten drei kann ich gut empfehlen. Okay. Ja gut, also der erste Teil ist einmal verlinkt von der Startseite aus, falls sich jemand dafür interessiert. Und ist das ein guter Einstieg, also diese ersten drei Teile? Ja, also ich habe den größten Teil dadurch gelernt. Okay. Ich auch. Es ist Welcher? allerdings kompliziert, nur durch die Bücher zu lernen, das muss man auch sagen. Also das ist ein ziemlich steiniger Weg. Also man macht viele Fehler, die man nicht machen müsste. Und was ist ein einfacherer Weg? Was? Wenn man einen Trainer hat, würde ich sagen. Okay. Ja, und auch wenn man mit Erfahreneren zusammenübt. Also in dem Sinne ist es ja ein Trainer. Und da gibt es halt auch eine Möglichkeit. Wir machen das meistens durch Skype-Sessions, kann man so sagen, Skype-Konferenzen. Und zwar mit Webcam dabei, dass jemand quasi die Webcam auf sein Protokoll richtet, das er gerade ausfüllt. Der Monitor dann sehen kann, wo ist der Viewer und dann halt seine Anweisungen geben kann. Also dass man das quasi auch online durchführen kann, ohne dass man jetzt bei jemandem am Tisch sitzen muss. Und ihr, wie kriegt man da Kontakt zu euch, wenn man das jetzt einmal probieren möchte? Also ich habe eine Webseite c-rv.de. Okay, die ist eh Also verlinkt, ja. Also da Website zum Thema Remote Viewing heißt der Link, ja. kann man mich erstmal über Skype erreichen. Und Remote Contact ist dort auch verlinkt, also die Community. Okay, dann sag nochmal die Adresse durch, Christian. c-rv.de. c-rv.de, sehr leicht zu merken. Und da kann man dann mit euch Kontakt aufnehmen und ihr seid anscheinend eine größere Gruppe an Viewern. Versteht das richtig? Es wächst. Es wächst, okay. Ja. Und da gibt es aber natürlich dann auch Kurse und Seminare, nehme ich an, vor allem in den Vereinigten Staaten. Ja, also Vereinigte Staaten und inzwischen auch Deutschland von verschiedenen Trainern, zum Beispiel auch Manfred Jelinski, der die Bücher geschrieben hat, der bietet das auch an. Also der Autor von Remote Viewing, das Lehrbuch. Genau. Mhm. Und Christian hat da, glaube ich, auch ein paar Angebote, oder? Bitte? Du hast auch ein paar Remote Viewing Trainingsangebote. Ja, die sieht man auf meiner Seite, ja. Genau. Okay. Ja, also das wäre dann quasi der Einstieg, entweder über ein Buch oder vielleicht zuerst ein Buch und dann aber mit anderen, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, zusammen trainieren. Ja, also bei mir ist auch der Unterschied, ich mache das eigentlich nur ausschließlich über Skype, weil ich eben nicht durch halb Deutschland fahre und ich das auch keinem anderen zumuten möchte. Bei den anderen Trainern in Deutschland, die sind halt in ganz Deutschland verteilt. Der eine wohnt eben in Ostfriesland, der andere in Bayern. Und die machen nur persönliches Training, also vor Ort. Ich mache das Ganze übers Internet. Ja. Und wenn du möchtest ja im Sommer auch wirklich eine dezidierte Ausbildung dazu machen, ja? Also du möchtest eine besuchen. Ja, wenn sich das ergibt, möchte ich das auch machen. Und ja, also es wird nächstes Wochenende gibt es auch einen Remote Viewing Kongress in Erfurt. Von freitags bis sonntags und da wird es auch interessante Vorträge geben. Informationen dazu findet man auch auf der Website vom Christian. Nee, zum Kongress müsste man auf die Seite sinnestraum.de gehen. Sinnestraum.de. Richtig. Und dort findet man dann Informationen zu einem Kongress, der nächste Woche stattfindet, in Erfurt. Er findet vom 11. bis 12.06. in Erfurt statt. Okay, interessant. Da gibt es da auch noch so Software-Tools, wie zum Beispiel T-Rive oder Hemisync-Tools etc. Wie hängt das jetzt zusammen Achso, mit nee, Remote Viewing? also Thrive, das ist mein Co-Admin bei Theta Waves. Das war jetzt, glaube ich, eine Verwechslung.
Oh, sorry, ich dachte, das ist ein Tool. Okay, aber es gibt dann auch so... Sprich mal über Thrive zuerst. Ist ein sehr begabter, außerkörperlich Reisender. Und aber ja, Hemisync, das ist halt ein Tool, was man benutzen kann, um durch gewisse Schwingungsmuster andere Bewusstseinszustände zu begünstigen oder leichter dort hereinzukommen. Zum Beispiel kann man halt Theta-Wellen induzieren, dass man halt meditiert und sich durch diese diese Audioschwingungsmuster Theta-Wellen begünstigt oder Alpha-Wellen begünstigt und dann leichter in diese anderen Bewusstseinszustände kommt. Das wurde, glaube ich, auch schon im Zusammenhang mit Remote Viewing erforscht am Monroe-Institut. Okay, hochinteressant. Also und dieser, da gibt's ja, nennt man inzwischen ja auch E-Drugs oder so ähnlich oder Eye-Doser, glaube ich, ist so ein Ding. Also diese elektronischen Drogen, ne? Und so in der Richtung, die kann man natürlich auch irgendwie dazu einsetzen, dass man sich eher in einen Zustand bringt, in dem man dann diese Dinge leichter tun kann. Genau. Wie zum Beispiel Remote Viewing. Und Thrive jetzt, das war da offenbar ein Missverständnis, was hat es jetzt mit diesem Herrn auf sich? Ja, ist halt mein Co-Admin bei Theta Wave und sehr begabter außerkörperlich Reisender, muss ich sagen. Und mit ihm hatte ich halt auch schon ein paar Erlebnisse. Also so Sachen wie im Traum getroffen, dass wir hinterher beide unabhängig voneinander dieselbe Umgebung beschreiben konnten und sowas. Also sehr interessante Verifikationserlebnisse. Okay. Aber das wäre sicherlich mal was für eine separate AKE-Sendung oder Astralreisen-Sendung. Obwohl wir sowas im Prinzip schon hatten. Müssten wir mal schauen. Okay. Ja, also wirklich ein spannendes Thema, auf dem ihr euch da begebt. Was sind jetzt eure Pläne in der Zukunft zum Thema Remote Viewing? Ich meine, Stefan, du möchtest da einen Kurs besuchen etc. Christian, du wirst, glaube ich, auf diesem Kongress einen Vortrag halten, ja? Oh je. Ich übrigens auch. Was heißt dir, oh je? Du hattest schon Albträume drüber, ja? Ja. Also ich bin nicht so souverän, wie das vielleicht in der Doku aussieht. Ich bin eigentlich ein ganz schüchterner. Ja, das bin ich auch, aber da muss man halt drüber. Ja, bin ich auch, aber man kann ja über sich hinauswachsen. Genau, das müssen wir alle, oder? Also ich werde auch einen Vortrag halten. Das ist auch mein erster Vortrag in der Hinsicht, wenn man mal von gewissen IT-Präsentationen absieht, vor ganz kleinem Publikum. Und ja, mal schauen, vielleicht ist es interessant. Ja. Yeah. Ja gut, gibt es jetzt noch irgendetwas, das ihr zum Thema Remote Viewing unbedingt loswerden wolltet? Ich meine, wir kommen jetzt schon langsam, würde ich sagen, an das Ende der Sendung. Ich glaube, wir haben einmal das Ganze relativ gut umrissen. Gibt es noch irgendetwas, das wir vergessen haben, das ihr auf jeden Fall noch reinbringen möchtet? Ja, es ist keine Glaubenssache. Ja, ist ein guter Punkt. Also ich glaube auch nicht, ne? Es ist, ich meine, wenn man sich allein jetzt dein Video anschaut und wie gesagt, du hast zu diesem Zeitpunkt das wie lange betrieben? Ui, da muss ich halt. Ja, ungefähr ein Jahr. Angefangen habe. Eineinhalb Jahre oder so oder ein Jahr. Das müssen schon ein paar Monate gewesen sein. Ja. Ein paar Monate nur? Ich weiß es nicht. Ja, größenordnungsmäßig waren es ein paar Monate, also nenn mal ein halbes Jahr noch. Sagen wir ein Jahr ungefähr. Okay, ein Jahr. Also nach einem Jahr, ich finde es wirklich erstaunlich, also vor allem der erste Teil des Videos, wo du also diese Bilder tatsächlich meiner Meinung nach beschreibst, also und vor allem auch diese Gegenüberstellung dann, die Beschreibung des einen Bildes, wenn das jetzt zufällig wäre, ausgetauscht mit der Beschreibung vom anderen, passt überhaupt nicht mehr. Das heißt, deine Beschreibung korreliert eindeutig mit dem Target. Und das nach relativ kurzer Zeit. Ich weiß nicht, wie begabt du dafür bist. Begabung spielt da schon aber eine Rolle, oder? Oder ist das so? Scheinbar ja. Also ja. Es ist ja eben auch so, dass viele sagen, dass sie nicht sehen können. Also die haben keine Bilder vor Augen, was ich nach einer Zeit lang bekomme. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich so begabt bin. Ich kann nur aus meiner Perspektive heraus darüber reden. Ja, ist schon klar. Ja, Fakt ist mal, dass jeder sich bei der ersten Session, die er in seinem Leben macht, einen Eindruck von RV machen kann. Also nach der ersten Session weiß er, dass es eigentlich funktioniert. Wenn er sagt, es funktioniert nicht, dann wird das bestritten, weil er vielleicht Angst davor hat. Okay. Also es kommt keine Glaubenssache, man muss es ausprobieren.
Also man kommt eigentlich recht schnell zu dem Punkt, wo man sich nicht mehr fragt, funktioniert es, sondern wo man fragt, was kann ich damit machen? Und an dem Punkt seid ihr jetzt, ne? Genau, weil dass es funktioniert, das merkt man eigentlich recht früh. Ja, aber zuerst kommt noch die Frage, warum funktioniert es? Und darauf hat man nie eine Antwort. Ja, stimmt, da gibt es noch keine richtige Antwort drauf. Ja, noch, aber wir arbeiten dran, oder? Ja. Okay. Ja, also war für mich ein äußerst spannendes Interview. Was ist das Fazit für euch? Eurer bisherigen Arbeit? Also es ist sehr komplex, man kann sehr viel machen und es gibt noch unglaublich viel Forschungsbedarf. Also jede Frage wirft 1000 neue auf, sage ich mal. Also wenn jemand sich interessiert, dann entweder mit euch Kontakt aufnehmen oder sich einfach selbst darüber informieren und das mal probieren oder eben nach Erfurt kommen, nächste Woche, glaube ich, ne? Genau. Richtig. Und dann kann man euch live sehen und gleich mit euch reden und mit anderen auch und kann da irgendwie einsteigen. Ja, wunderbar. Also ich Christian, hast du noch eine Essenz, ein Fazit? Nö, ich bin völlig frei. Du bist völlig frei von allen Essenzen. Okay. Ja, danke euch. Und wirklich toll, dass ihr das einfach probiert und dass ihr das auch macht und dass ihr drüber natürlich auch so frei sprecht. Sehr schön. Und ja, wenn ihr dann eines der beiden Ziele, also wir hätten da anzubieten Heike Habel und ihr Erlebnis vor 30 Jahren oder Black Jack und sein Erlebnis vor, ich weiß nicht wann, das war 40 Jahren oder so, kann man dann eh in der Sendung nachhören. Falls ihr da irgendwas viewt, dann wäre das super. Dann würde man da einfach einmal ein Update machen zu dieser Sendung. Ja, werde ich auf jeden Fall mal was in unseren Pool schmeißen. Super. Und ich würde aber sagen, wir machen sowieso mal ein Update zu dieser Sendung. Vielleicht so in ein, zwei Jahren, wenn ihr da selber schon wieder ein bisschen weiter seid. Dann schauen wir einfach mal, was ihr bis dorthin so alles geviewt habt. Weil ich glaube, ihr seid da erst am Anfang. Ja, auf jeden Fall. Also das ist so ein weites Feld. Wie gesagt, da gibt es noch so viel zu erforschen. Und es kommen immer weiter neue Fragen auf. Also da kann man noch unglaublich viel machen. Ja, das glaube ich auch. Ja, also ich halte dass dieses Thema sowieso für einen nicht endenden Lernprozess. Ja. Man lernt immer irgendwas dazu. Aber das ist so wie diese Sendung, also passt das wunderbar zusammen und wir müssen auf jeden Fall wieder was machen und wir bleiben eben Kontakt und ja, freut mich. Danke für den heutigen Abend und noch viel Erfolg bei eurer Arbeit und bin dann schon sehr gespannt auf alles Weitere. Alles klar, schönen Abend noch. Okay, danke. Tschüss. Danke für die Sendung. Tschüss. Ja, bitte gerne. Danke fürs Kommen. Ja, Remote Viewing, ein meiner Meinung nach wirklich sehr spannendes Thema. Es gab da noch nie eine dezidierte Sendung dazu. Und die Gelegenheit hat sich jetzt ergeben mit den beiden jungen Viewern. Und ja, ist schon sehr spannend, wie ich finde. Und wie gesagt, es wird da sicherlich noch weitere Sendungen dazu geben, auch mit diesen beiden Gästen, denn ich denke, da kommt noch einiges auf die beiden zu und auf uns. Okay, das nächste Mal Crop FM am 17. Juni 2011. Bernhard Reicher und Jörg Vogeltanz über das Pantherion. Reality is debatable. Und wir debattieren darüber am 17.06. In zwei Wochen nicht ganz. Dann wieder am Freitagabend um 19 Uhr als reguläre Helsinki-Ausgabe auch terrestrisch in Graz zu empfangen. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. It started in a valley with trees and everything.